29. Dezember, 15.03 Uhr, Anwaltskanzlei Wright & Partner. Nick? Was ist denn? Ich muss dir etwas beichten. Ich komme einfach nicht hinter Zaubertricks. Zaubertricks? Yep. Zaubertricks sind, wie das Wort schon sagt, Tricks, oder? Aber ich kann mir die Tricks beim Zusehen nie erklären. Ich kann das einfach nicht. Das liegt daran, dass es Profis sind. Sie machen es so, dass man nicht dahinter kommt. Aber... Der Trick, den mir Pearly gezeigt hat, war unglaublich. Pearls hat einen Zaubertrick gemacht? Was war das denn für ein Trick? Nun, es sah so aus, als hätte sie die Spitze ihres Daumens abgetrennt. Hey. Sie legte ihren rechten Daumen neben ihre linke Hand und dann war der Daumen zerteilt. Sie konnte ihn auf und ab bewegen. Das war unglaublich. Wirklich? War das ungefähr so? Was? Wow, wie hast du das gemacht? Nick, du bist ja ein richtiger Magier. Siehst du, ich verstehe die Zaubertricks einfach nicht. Ich komme nicht dahinter. Vor allem bei schwierigen Tricks wie dem Wegfliegen von einem Mordschauplatz. Du nimmst ja den ganzen Spaß aus der Magie, wenn du immer versuchst, dahinter zu kommen. Und damit herzlich willkommen zurück bei Phoenix Wright Ace Attorney. Wir sind gerade aus der Gerichtsverhandlung raus. Und es stehen weitere Ermittlungen an. Unter anderem sollen wir herausfinden, was zur Hölle eigentlich passiert ist. Das ist, glaube ich, mal ein guter Anfang. Wir reden erstmal zuallererst mit Maya. Ich sehe einfach keinen Ausweg. Wir stecken wirklich tief in Schwierigkeiten. Wir können das Rätsel des fliegenden Verbrechers unmöglich bis morgen lösen. Glaubst du wirklich, dass der Verbrecher durch die Luft geflogen ist? Der Einzige, der das glaubt, ist Mo, richtig? Er sagt, er hätte das gesehen. Das stimmt. Als Mo das sagte, machte er einen sehr seriösen Eindruck. Glaubst du, er versucht vielleicht, Max reinzulegen? In diesem Fall hätte er wohl gesagt, ich sah Max. Das hätte schon gereicht. Warum sollten wir glauben, dass er flog? Aber was wäre, wenn der Verbrecher wirklich geflogen wäre? Es gibt nur eine Person, die dafür in Frage kommt. Max. Du sorgst nicht wirklich für mehr Zuversicht, Maya. Vielleicht hast du ja irgendwelche anderen Ideen. Jeder scheint Max zu hassen. Ben, Trilo, Mo, keiner von ihnen sagt irgendwas Nettes. Dieser Magier scheint wirklich total von sich eingenommen zu sein, oder? Besonders wenn er sagt, dass das Publikum nur wegen ihm in den Zirkus kommt. Er hat Ben sogar eine Flasche über den Kopf gezogen. Aber... Aber was? Aber das wäre kein Grund, einem anderen einen Mord in die Schuhe zu schieben. Und es wurde bewiesen, dass weder Ben noch Mo im Zeugenstand gelogen haben. Vielleicht hat Ben den Zirkusdirektor in Max' Kostüm gesehen. Aber Mo hat klar gesagt, dass er Max selbst erkannt hat. Tja, das sieht halt nicht gut für uns aus. Ich drehe mal ein bisschen mein Mikrofon. So, schon viel besser. Alles klar. Das waren also unsere Lagebesprechung, sage ich mal so. Also, tja, gehen wir zuerst an den Zirkuseingang, zuerst in die Strafanstalt. Ich glaube, es ist ganz sinnvoll, wenn wir erstmal nochmal mit den Max reden. Wenn wir können. 29. Dezember, Strafanstalt, Besucherraum. Aha. Oh, meine Herzchen. Würde es dir was ausmachen, dich etwas damit zu beeilen, mich herauszuholen? Wir geben unser Bestes, Max. Haben Sie noch etwas Geduld? Vor kurzem waren einige Leute von einem örtlichen TV-Sender bei mir. Weil ich ein berühmter Magier bin, sagten sie, wir machen mit Ihnen eine Sondersendung. Wirklich? Was denn für eine Sondersendung? Maximilian Galactica, der tolle Gefängnisausbruch. Es wäre eine Live-Übertragung. Hey, das wäre eine wahrhaft fabelhafte Sondersendung. Aber wenn ich das vor meinem Freispruch mache, werde ich nie wirklich freigelassen. Nun, das würde Ihre jetzigen rechtlichen Probleme gewiss unnötig verschärfen. Ganz meiner Meinung, aber das Produktionsteam arbeitet schon in der Show. Wenn du mich nicht schnell rausholst, muss ich einen echten Ausbruch wagen. Diese Möglichkeit scheint Sie nicht sonderlich zu beunruhigen. Ich habe keine Wahl. Ich bin vertraglich dazu verpflichtet. So ist das im Showgeschäft. Ja... Das wäre tatsächlich ein bisschen fatal, wenn er ausbrechen würde, bevor er freigesprochen wurde. Allerdings kann ich dabei auch sagen, dass es an sich nicht strafbar ist, aus dem Gefängnis auszubrechen. Ja, ohne Witz. Sie müssen zwar, die Gefangenen müssen zwar ihre Strafe absitzen. Und ich glaube, je nachdem kann die Strafe irgendwie verlängert werden, wenn sie versuchen auszubrechen oder ausgebrochen sind und wieder herkommen. Aber an sich ist es nicht verboten. Man kann nicht dafür eingesperrt werden, aus dem Gefängnis auszubrechen in dem Sinne. Ist ein kleines Loophole. Okay, reden wir nochmal über die Mordnacht. Irgendwas haben wir bestimmt übersehen.
In der Tatnacht. Da sind sie nicht einfach mal los und losgeflogen, oder doch? Ich erzähle dir mal, wie alles ablief, Herzchen. Zum Zeitpunkt des Mordes saß ich im Zimmer des Zirkusdirektors. Davon mal abgesehen. Losfliegen ist nichts, was ich einfach mal so aus dem Ärmel schütteln kann. Mir ist egal, was dieser alberne Clown behauptet. Ich war es nicht. Max, Max, würden Sie mir den Trick mit dem Fliegen beibringen? Bitte nimm es mir nicht krumm, Herzchen. Der Unterschied zwischen mir und billigen Nachahmern liegt daran, dass ich schweige. Ich bringe niemandem Tricks bei, aber ich verrate dir etwas. Es ist nicht einfach. Das glaube ich ihm gerne. Da braucht man wahrscheinlich ganz schön viel Körperspannung, um an Seilen von der Decke zu hängen oder sowas. Im Gericht habe ich heute etwas nachgedacht. Ich muss Sie um einen Gefallen bitten. Für dich immer, Herzchen. Freunden Sie sich mit den anderen Artisten im Zirkus an. Fabelhaft, klasse Witz. Warum sollte ich mich mit diesen Heinis anfreunden? Aber... Ich habe auf der Weltbühne gewonnen. Ich bekam den internationalen Grand Prix. Internationaler Grand Prix? Künstler sollten immer danach streben, auf der Weltbühne aufzutreten. Aber die Artisten in diesem Zirkus verspüren überhaupt keinen Ehrgeiz. Und das kann ich einfach nicht akzeptieren. Ehrgeiz, ja? Irgendwie hat Max da recht. Irgendwie ja, aber irgendwie auch nicht. Man sollte sich immer gut stellen mit den Leuten aus seiner Branche. Oh je, ihr Herzchen möchtet alles über den Grand Prix erfahren, nicht wahr? Ehrlich gesagt langweilt mich das, weil ich die Geschichte schon 100-mal erzählt habe. Tut uns leid, dass sie uns nochmal erzählen müssen. Du hast wohl nicht zugehört. Ich bin es wirklich leid, diese Geschichte zu erzählen. Aber was soll ich tun? Ich bin eben Maximilian Galactica. Also erzähle ich sie nochmal. Voila, hier, sieht ihr das an. Zufällig habe ich ein Bild vom Grand Prix dabei. Sieht ihr nur diese fabelhafte Bühne an? Auf dieser Bühne bin ich zum ersten Mal geflogen. Ich flog direkt über dem Publikum. Die Menge überschüttete mich mit Applaus. Da dachte ich mir, dass ich gleich dort sterben könnte, und zwar als glücklicher Mann. Ich werde nie vergessen, wie ich mich an dem Abend fühlte. Die Gefühle, der Beifall. Wow. Übrigens. Ich meine, dass jeder Künstler dieses Gefühl einmal erleben sollte. Ich wünschte, ich könnte das den anderen Leuten im Zirkus klar machen. Das ist unglaublich, Max. Ich möchte auch so eine Trophäe. Hey, Nick, könntest du mir nicht so eine Trophäe kaufen? So kommt man doch zu keiner Trophäe, Maya. Meine Herzchen, ihr könnt euch dieses Symbol meines Triumphs gerne mitnehmen. Zeigt es aber unbedingt den anderen Mitgliedern des Zirkus. Seht es an und lernt daraus. Das solltet ihr ihnen sagen. Lernt, wie man im Gefängnis landet? Grand Prix-Foto zur Gerichtsakte hinzugefügt. Das gucke ich mir mal an. Das sieht doch ganz interessant aus. Foto von Max Preisverleihung. Für mehr Details bitte Prüfen-Taste drücken. Ah ja, ein kleines Bunny, zwei kleine Bunnies, eine Trophäe und was ist das denn? Es ist ein bisschen schwer zu sehen mit den ganzen Glamour, den ganzen Glitzer und den ganzen Scheinwerfern, aber das sieht nicht nur wie ein Pokal, sondern wie zwei Pokale aus. Kann ich denn irgendwas präsentieren? Wobei, das können wir wahrscheinlich auch später machen. Ich glaube, ich möchte mich erstmal auf den Weg zum Zirkus begeben. 29. Dezember, Barrys großer Zirkus. Zirkuseingang. Hörst du das? Klingt, als würden zwei Personen streiten. Okay, wir machen es. Bist du bereit? Ja, warte mal. Hör auf rumzuwenseln! Lass es uns endlich ausprobieren. Okay, auf geht's. Alle meine Entchen. Alle meine Entchen. Was machst du denn? Schwimmen auf dem See. Komm schon, du kennst es doch. Ich gebe mein Bestes, aber Trilo, das wird einfach nicht funktionieren. Macht es dir Spaß, dummes Zeug zu sagen? Eines Tages musst du mal selbstständig werden. Wenn du so etwas Einfaches nicht hinbekommst, was soll du dann aus dir werden? Hallo Ben, hallo Trilo. Was macht ihr denn hier? Seht ihr denn nicht, dass wir bei einer geheimen Probe sind? Tut mir leid. Geheime Probe, wow. Ja, Trilo hat gequengelt, bis ich bereit war, seine Ideen für eine neue Nummer zu probieren. Nun, wir versuchen, bei unserer neuen Nummer im Kanon zu singen. Im Kanon? Können Sie das wirklich? Es ist unglaublich.
Siehst du, sogar die beiden sind von der Idee überrascht, hab sie doch gesagt. Wir sind nicht die Einzigen. Du hast sogar mich mit deiner Idee überrascht. Wenn wir erstmal die Grundlagen im Griff haben, geht es nur noch ums Üben. Meinst du? Oh, fast hätte ich es vergessen. Ich wollte dir den hier zurückgeben. Ah, da ist er ja. Jetzt, wo ich den Ring wieder habe, sollte ich es nochmal bei Regina versuchen. Bitte nicht. Hallo Ben, hallo Trilo. Wie war denn der heutige Prozess? Habe ich ganz schön in den Mangel genommen, ne? Ich weiß, dass du heute schon vor Gericht ausgesagt hast. Ihr möchtet darüber reden, was wir gesehen haben, richtig? Ja. Nun, zuerst dachten wir, es wäre der alte Mann gewesen. Nur nach seinem Gang und wie er sich gab zu urteilen. Stimmt's, Ben? Oh ja, das stimmt. Aber dann haben wir ihn gegrüßt und er hat den Gruß nicht erwidert. Ganz davon zu schweigen, dass er in diese auffälligen Symbole gehüllt war. Für wen hättet ihr ihn gehalten, wenn er die Symbole nicht getragen hätte? Was meinst du, Ben? Was? Ich hätte gedacht, dass es der Zirkusdirektor gewesen wäre. Irgendwas passt hier nicht zusammen. Ich frag mich, wen die wirklich sahen. Reden wir doch mal über das leidige Thema im Raum. Ich wollte dich mal etwas zu Regina fragen. Ich meine es vollkommen ernst mit dir, auch jetzt warte ich noch auf sie. Wirklich? Das ist so süß. Aber wenn du Regina wirklich treffen möchtest, solltest du nicht im Zelt nach ihr suchen? Ha, du hast ja keine Ahnung von gar nichts, Püppchen. Hä? Das Warten gehört doch zum Verliebtsein dazu. Wie meinst du das? Wenn du Ahnung davon hättest, wüsstest du, dass das Warten eine wunderbar süße Qual ist. Wenn sich dein Körper nach der Liebe deines Partners sehnt, das ist mit das Beste daran. Ja. Das wusste ich. Arme Maya, ihr Kopf ist so rot geworden wie eine überreife Tomate. Ist es das Warten, ja? Ist es das? Nun, wie läuft's mit der neuen Nummer? Denkt ihr beide noch ganz richtig, unsere Nummern sind geheim. Wir werden die Welt der Bauchredner im Sturm erobern. Das wird eine Revolution. Das klingt faszinierend. Aber lasst mich eins klarstellen. Wir werden die Welt nicht erobern, nur weil dieser Trottel uns das gesagt hat. Dieser Trottel? Max Galactica. Künstler sollten die Welt als Ziel sehen. Für wen hält er sich? Trilo, du scheinst jetzt ziemlich verärgert über die ganze Sache zu sein. Er muss einsehen, dass er nicht der Einzige ist, der die Weltbühne erobern kann. Du hast recht. Du hast recht. Merkt euch, ich, Trilo Quist, werde den Grand Prix gewinnen. Du bist jetzt der größte Puppe. Alle meine Entchen, wird der Schlüssel zu einem so ruhmreichen Sieg sein. Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber ein Kinderlied? Hey, irgendwo muss man ja anfangen, oder nicht? Vermassen es bloß nicht, du bist schließlich auch daran beteiligt. Oh. Tja, wo will gerade davon sprechen? Ich sollte dir was zeigen. Würden Sie sich das bitte mal ansehen? Ich schätze, Sie brauchen es sich das doch nicht anzusehen. Okay, anscheinend kann ich Ihnen das nicht zeigen. Vielleicht sagen die ja was zum Pfeffer. Dazu anscheinend auch nichts. Was ist mit der Holzkiste? Auch nichts. Okay. Was ist Autopsieberichten? Nee, aber zum Money vielleicht. Auch Money möchten Sie sich nicht ansehen. Schade, schade, Marmelade. Vielleicht die Orangensaftflasche. Selbst dazu nichts. Okay. Tja, Dann komme ich, glaube ich, bei denen erstmal nicht weiter. Dann gehen wir erstmal ins Zirkuszelt. 29. Dezember. Berrys großer Zirkus, Zirkuszelt. Hä? Wo ist Regina? Null Ahnung. Aber wenn sie bei diesem Tiger ist, möchte ich es lieber nicht wissen. Beeilen wir uns und dann nichts wie raus hier. Nick, da hast du die Hosen voll, stimmt's? Nein. Ich bin nur, allergisch gegen wilde Tiger. Ich bin auch allergisch gegen wilde Tiger. Und wilde Bären und wilde Haie und eigentlich gegen alles, was mich so töten könnte. 29. Dezember, Zirkuszeltzimmer des Direktors. Max und der Direktor haben sich in diesem Zimmer unterhalten.
Zu diesem Zeitpunkt könnte der Direktor Max Kostüm angezogen haben und rausgegangen sein. Warum sollte er das tun? Vielleicht war es kalt oder so. Ja, wahrscheinlich. Der hatte doch was in der Jackentasche, war das nicht so? Du weißt es vielleicht nicht, aber das hier nennt man einen Frack. Und das hier nennt man das Gesicht von jemandem, der das schon wusste. Was? Ein Stück weißes Papier ragt aus der Jackentasche. Hä? Wo? Wo? Ganz ruhig, Maya. Du kannst nicht einfach so die Mäntel anderer Leute durchwühlen. Ach, du sorgst immer dafür, dass ich mich fühle, als würde ich etwas Unrechtes machen. Anscheinend nehmen die das immer noch nicht raus. Okay. Ich glaube, dann hilft uns das gerade auch nicht so wirklich weiter. Gehen wir lieber wieder. Und dann gehen wir Richtung Cafeteria. Mal gucken. 29. Dezember, Zirkuszelt Cafeteria. Sie haben mir immer noch nicht sauber gemacht. Wenn Pearlie den Zustand hier sehen würde, würde sie dem Verantwortlichen eine Ohrfeige geben. Erinnere mich daran, sie nie in mein Büro einzuladen. Aber auch hier scheint sich irgendwie nichts wirklich verändert zu haben. Deswegen gehen wir mal wieder. Zum Zirkuseingang. Und zum Hauptplatz. 29. Dezember, Unterkunft, Hauptplatz. Oh, ihr beide. Sie sehen aus, als hätte ein Laster sie überrollt. Wollen Sie nicht ein wenig ausruhen? Nö, ich ruhe mich ja gerade aus, Junge. Ich habe einigen verrückten Geschichten aus dem Leben eines Clowns zugehört. Frau von Karma wies mich an, hierher zu kommen und das für sie zu tun. Von einer Frau herumgescheucht zu werden, ich weiß, wie das ist. Ich sag dir was, Junge. Diesem alten Clown zuzuhören raubt einem jene Energie. Immer wenn er eine Pause macht, schaut er einen an, als müsse man etwas tun. Ich glaube, er wartet darauf, dass sie über seine Witze lachen. Das weiß ich, Junge. Weißt du, wie sehr einem das Gesicht wehtut, wenn man dauernd vortäuscht zu lachen? Franziska hat sie diesmal wirklich übel in die Falle tappen lassen, was? Wenn sie mich fragen, sollte sie Mo selbst zuhören. Auf keinen Fall, Mädchen. Ich werde mich nicht gegen eine Frau mit einer Peitsche auflehnen. Keine Chance. Warum verteidigen Sie sie? Staatsanwältin von Karma hat uns immer im Auge. Jedes Mal, wenn man auf keinen Fall will, dass sie auftaucht, puff, ist sie da. Nicht auftauchen, nicht auftauchen, nicht auftauchen, nicht auftauchen. Die hat ihn ja ganz schön an der Kandare. Sie ist direkt über uns, während wir sprechen. Hä? Wie ist das möglich? Dem Clown zufolge sprang der Verbrecher hier herab und verschwand in den Himmel. Wenn das passiert ist, muss der Verbrecher an diesem Fenster vorbeigekommen sein. Ah, ich verstehe. Wer wohnt in dem Zimmer, hinter dem Fenster da oben? Der Akrobat hat offenbar das Zimmer da oben im dritten Stock. Frau von Karma wird da oben sehr bald mit ihren Ermittlungen beginnen. Also komm nicht auf die Idee, ins Zimmer des Akrobaten zu gehen, verstanden, Junge? Frau von Karma. Sobald sie mit ihren Ermittlungen fertig ist, werde ich mich mal da oben umsehen. Ja, das ist doch eine super Idee. Aber gehen wir doch erstmal Mo besuchen. 29. Dezember, Unterkunft. Erster Stock, Mo's Zimmer. Mo ist nicht hier. Wenn er hier wäre, hätte man das bereits vor dem Betreten seines Raums gewusst. Ich wette, man hätte ihn vor sich hin lachen gehört. Worüber lacht er wohl, wenn er ganz alleine ist? Ich dachte immer, er lässt sich neue Witze einfallen. Er muss seine Arbeit wirklich lieben. Oder wirklich hassen. Also Mo ist auch nicht hier. Und sie sieht auch nicht so aus, als ob sie irgendwas Neues gäbe. Wir werden gerade ein bisschen hin und her gescheucht, habe ich das Gefühl. Mit dem habe ich keinen Bock zu reden. Der stinkt. Und ist doof. Regina ist auch nicht da. Alles sehr kurios. Okay, wir gucken uns aber den Trophäenschrank an. Nick, schau dir all diese niedlichen Trophäen an. Tatsächlich sieht nur, wie viele Preise dieser Zirkus gewonnen hat. Zum Beispiel Quiz Champions aller Bezirke, Minigolfmeister der Zirkusdirektorvereinigung, wie aber auch Ballonhüpf-Champion, großer Preis des Tierstreichelns. War unglaublich, was für ein Multitalent der Direktor war und mehr gibt's nicht. Das hatten wir uns schon angesehen.
Ich meine, schrecklich, man, der muss seine Füße auf den Tisch gelegt haben. Ich guck mir nochmal das Seil an. Irgendwie habe ich da ein komisches Gefühl bei. Ein Seil, vielleicht für einen Hochseilauftritt. Das ist ein bisschen seltsam. In der Vorstellung, die wir besucht haben, gab es keinen Hochseilakt. Ich vermute einfach mal, dass es wirklich dafür ist, dass Max fliegen kann. Cafeteria, oh. 29. Dezember, Zirkuszelt, Cafeteria. Alright, willkommen in der wunderbaren, der fabelhaften, der Cafeteria. Ach du Schande, der ist ja richtig gut gelaunt. Na gut, du weißt, welche Stunde geschlagen hat. Rätselstunde. Warum muss jeder heulen, Warum muss jeder heulen, der in einer Weintraube eine mexikanische Pizza isst? Na los, du weißt das, das ist ganz leicht. Weil mexikanische Pizza aus der Weinstube der Verdauung, aus der Weinstube die Verdauung sabotiert? Nee, falsch. Versuch's doch mal. Okay, was meinst du, Kleine? Ich hab's. Okay, wie lautet deine Antwort? Weil sie sich in der Weinstube befinden. Genau. Welch ein trauriger Ort, diese Weinstube. Ich hab's gelöst. Was ist bloß los? Er ist einfach zu nett. Ich hab's nicht verstanden. Okay. Heutiger Prozess. Heute war wirklich ein verrückter Tag, nicht wahr? Das kannst du laut sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so hart wird. Hart? Ja, heute war es hart. So nennt man es, wenn man ein Publikum hat, das nicht lachen will. Am letzten Abend war das Publikum so hart, dass ich mit Wassermelonen werfen musste. Wassermelonen? Ich erzählte eine tolle Geschichte und noch tollere Witze, aber niemand lachte. Sie haben sogar den berühmten Fritzchenwitz mit der Hose erzählt. Genau. Wie kann man bei derart fantastischen Kabarett nicht lachen? Ich lasse das jetzt mal unbeantwortet. Sind Sie sich hundertprozentig sicher, was Ihre heutige Aussage betrifft? Ich sah, was ich sah. Ich schwör's. Dieser Widerling ist einfach... durch die Luft geflogen? Es war nicht wirklich wie richtiges Fliegen. Es war eher wie ein Schweben. Wegen der Gesichtsumrisse war ich mir sicher, dass es Max war. Keine psychische Blockade erkennbar. Er sagt wohl die Wahrheit. Apropos... ich soll dir was zeigen, Mo. Ah, nicht dieses Bild. Ja, das euch auch dazu. Ja, das euch auch gezeigt. Hä? Sie haben es auch gesehen? Nun, weißt du, was über Maximilian Galactica gesagt wird? Er kommt nicht nur viel herum, sondern auch gut klar. Ach ja. Er hat mir nicht nur das Bild gezeigt. Was meinen Sie damit? Er hat mir auch seine Büste gezeigt. Ich sage euch, die ist gewaltig. Die ist auch auf dem Bild, glaube ich. Er ließ sie uns anbeten, jeden Tag. Wir mussten uns vor seiner Größe verneigen. Er hat eine große Büste? Ich würde gern mehr über Max' Büste hören. Ist denn sonst nicht so mein Ding? Ich würde auch gern über Max' Brüste hören. Aber wer will das nicht? Sie sind fantastisch. Die Brüste von Max, okay? Die Büste von Max müsste eigentlich auf dem kleinen Tisch dort drüben stehen. Da ist aber nichts. Wirklich? Ach ja. Wann war das? Vor ungefähr 5 Tagen, glaube ich zumindest. Da war die Büste auf einmal verschwunden. Verschwunden? Wenn du sie sehen möchtest, an dem schwarzen Brett dort hängt ein Foto von ihr. Max muss das Foto unbedingt dort aufhängen. Hey, dieses Ding ist richtig cool. Nick, ich möchte, dass jemand eine Büste von mir anfertigt. Sicher, solange ich nicht dafür zahlen muss? Büste von Max Galactica zu Gerichtsakten zugefügt. Sehr interessant. Hat sich hier sonst noch was verändert? Nee, soweit ich das sehen kann, hat sich nichts verändert. Ob er wirklich darüber nachdenkt oder nur einen schlechten Witz einleitet? Nee, mir fällt nichts auf. Ein stiller Mo ist ein guter Mo, wenn man mich fragt. Es hat sich wohl wirklich sonst nichts geändert, was meinst du? Nun, es gibt da eine winzige kleine Kleinigkeit, die etwas anders zu sein scheint. Sagen Sie es, sagen Sie es, sagen Sie es! Was ist anders?
Tja, am Morgen des Montags hing dort an dem schwarzen Brett dieses Stück Papier genau in der Mitte. Ein Stück Papier? Es war zerrissen, deswegen weiß ich nicht, was darauf stand, aber ich sah den Titel. Ach du Schande. Darauf stand an den Mörder. Mörder? Jupp. Jupp, da stand drauf, aber der Rest war abgerissen. Und ich weiß nicht, wer es aufgehängt hat. Wann haben Sie das entdeckt? Am Morgen vor dem Mord. Vor dem Mord? Ja, der Zirkusdirektor wurde in der Nacht ermordet, nachdem das Papier entdeckt wurde. Wer hat diesen Notiz bloß aufgehängt? Notiz zur Gerichtsakte hinzugefügt. Hab ich gerade gefragt, was das für Geräusche sind. Entschuldigung. Nick, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Oh, das glaube ich auch. Moe hat uns verdammt weitergeholfen. Ich muss erstmal... Tut mir leid. Ich muss erstmal hier raus. Nein, ich bleib erstmal hier und guck mir das hier an. Aber diese Düdelmusik. Oh. Also die Büste von Max Galactica, Bronzestatue, vor der Tat aus der Cafeteria entwendet. Sehr interessant. Sieht wirklich sehr cool aus. Sowas hätte ich auch gern von mir. Aber das sieht wahrscheinlich sehr merkwürdig aus. Naja. Ich kann mir schon vorstellen, von wem ich das gerne haben würde, aber... Nein, das wäre auch viel zu teuer. Am Montag an der Cafeteria angeschlagen und zerrissen. Darauf steht an den Mörder. Mehr dazu gibt es nicht. Sagt er denn noch was dazu? Manchmal kann ich Max und sein Gehabe einfach nicht ausstehen. Ich weiß. Ja, aber in jüngster Zeit. Hä? Es ist nur so, in letzter Zeit habe ich langsam begriffen, worum es ihm geht. Und? Was ist das? Tja, ich weiß nicht, ob ich das alles richtig erklären kann. Gerade glaubt man, das wäre nicht möglich, da überrascht er mit dem Hauch von Reife. Und dazu? Am Morgen des Mordtags wurde das am schwarzen Brett aufgehängt. Das muss in etwa dann passiert sein, dass Max Ben eins über den Kopf zog. Tut mir leid, dass mir das erst jetzt wieder einfällt. Es wurde runtergerissen, bevor irgendjemand das wirklich bemerkt hat. Sie wissen also nicht, was auf dem Papier stand, oder? Leider weiß ich das nicht. Aber ich wette, die wissen das. Wer sind denn die? Max und Ben. Die waren dann den Morgen schon vor mir in der Cafeteria. Oh, interessant. Was sagst du eigentlich zu dieser kleinen Gewürzflasche? Tut mir leid, aber darüber weiß ich nichts. Verstehe. Schließlich bin ich nur ein Clown. Nun, Mo mag ja ein Clown sein, aber mir scheint, er ist kein gewöhnlicher Clown. Zur Holzkiste auch nicht? Offenbar nicht. Zum Manni habe ich ihn gestern schon gefragt und das Bild habe ich ihm auch schon gezeigt. Okay, Max und Ben müssten was darüber wissen. Dann gehe ich mal zum Zirkuseingang. Boah, da geht die Musik weiter. Okay, das sagt nichts dazu. Dann gehe ich halt zu Max. So. Ende Gelände. Hab die Schnauze voll von euch beiden.